auf dem Sport, das hier am Giesendal stattfindet. An diesem Turnier nehmen ausländische Mannschaften aus Hamm, Dortmund, Bielefeld und Langschede teil. Vorab möchte ich mich bei den Organisatoren dieses Turniers recht herzlich bedanken, Herrn Werner Ebel und unseren Fausto Ciotti, die es in Zusammenarbeit mit dem Sozialamt der Stadt Hamm ermöglicht haben, dass dieses Turnier überhaupt stattfindet. Ebenso den Freunden und Gönnern, die dieses Turnier durch Spenden unterstützt haben. Und jetzt will ich es auf Italienisch auch mal versuchen. Cari amici sportivi di tutte le nazionalità vi presenti. Come vice presidente del Tosintrop, voglio piacere di aprire oggi ufficialmente questo torneo di calcio internazionale, organizzato per la prima volta dalla nostra società sportiva. Esso è aperto a quattro stranieri rappresentata da Hamm, Dortmund, Bielefeld e Langschede. Vi porgo a nome del Tosintrop un cordiale saluto e benvenuto al nostro paese. Auguro a tutte le squadre un grande successo. Ich will erstmal mein Auto wegfahren hier, oder? Nur um 100. So. Papa! Ja. Jetzt ist es mein Lockenbus. Morgen. Ja. Come un pensiero chissà di felicità. Guten Tag, Herr Hoffmann. Wie geht's Ihnen? Danke, sehr gut, Herr Ciotti. Wie gefällt Ihnen dieses internationale Fußballturnier? Also ich finde es sehr gut vorbereitet und ich finde auch, dass hier doch eine sehr große Menge an Zuschauern gekommen ist und die dieses Turnier annimmt und die sich darüber freut. Und ich finde es besonders schön, dass nicht nur Fußball gespielt wird, sondern dass sich auch Gruppen finden, die aus ihrer Heimat Tänze und Gesänge darbieten. Was soll ich denn dazu sagen? Was meinen Sie? Sagen Sie mir vorher, was Sie fragen wollen. Ja. Was meinen Sie über diese internationale Fußballturnier? Ich finde das eine schöne Gelegenheit, dass alle Volksgruppen hier aufeinander stoßen und im Spiel sich messen können und dass sie auch dadurch ins Gespräch kommen und jetzt nun nicht nur die Sportler, sondern auch die Familien, die Kinder spielen. Cosa dice signor Fausto? Io vorrei sapere, no, come è sorto questa iniziativa di formare questo gruppo folcloristico Adam? Spontaneamente. Gruppo... L'iniziativa è stata mia, è stata del signor Capizzi. Quindi siamo tutti e due i fondatori. Ecco. E ci troviamo molto bene. Da quando è sorto questo gruppo siamo tutti quanti, c'è parecchia riunione. Due volte alla settimana siamo tutti quanti uniti. Facciamo molte feste qui in Hamm. Ad esempio la festa di Natale, che una volta non si faceva. E da quando è sorto il nostro gruppo praticamente è stata organizzata la prima volta. La festa di Carnevale. Adesso abbiamo fatto la festa della mamma. Una domanda, perché avete fondato questo gruppo folcloristico? Per spasso, perché non c'era niente, qui in Hamm non c'era niente, quindi eravamo fermi, eravamo inattivi. Adesso ci sentiamo più contenti e ci sentiamo più attivi
Attualmente di quante persone è formato il vostro gruppo folcloristico? Normale siamo 18 persone, però... E quante donne sono? 9 donne e 9 uomini, praticamente siamo 6 ragazzi e ragazze, insomma siamo 18 coppie, via. Bambine pure ce ne sono, l'ho visto. Sì, bambine, no? Sono i più piccole, partono da 6-7 anni e il più giovane sono io che ho 43 anni. La maggior parte di voi vengono tutti da Ham oppure vengono da fuori Ham? No, siamo tutti di Ham. Tutti di Ham? Tutti di Ham. Personalmente per te, no? Quanti anni sono che vivi già qui in Germania? Sono 13 anni. 13 anni? 13 anni. Ho la famiglia qui pure, sì, no? Sì, sì. Quanti figli? Qui in Ham, ho 2 figli. C'ho mia figlia che va a scuola, mio figlio va a scuola, però mio figlio è molto appassionato di calcio, nel BFA 09 Ham, che è una bravissima squadra, è una delle migliori della città di Ham, è una delle migliori della Westfalen. Quindi ogni anno si pigliano 4-5 coppe, tutte le coppe si pigliano loro. Allora, sì, è strana. Quanti anni c'hai? 12. E vai a scuola? Yeah. Brava, fai la prova alla scuola, puro fare un buon la birichina. Ti piace fare far parte di questo gruppo folcloristico di Ham? Sì. Perché? Perché è bello. Perché è bello. Come già mi hanno detto, no? Vi trovate una volta alla settimana, cioè il sabato al centro italiano, no? Per fare delle prove, è vero questa qua? Sì. Due ore oppure un'ora? Questa qua è tuo padre, questo? Tutto bevono un bicchiere di birra. Come ti chiami? Io mi chiamo Strano Benedetto. Quanti anni sono che vivi qui in Germania oppure qua ad Ham? Ad Ham sono 4 anni in Germania complessivamente, sempre ad Ham sono stato. Un'altra domanda come l'ho fatta agli altri, no? Come mai che avete formato questo gruppo folcloristico qui alla città di Ham? Abbiamo formato questo gruppo perché non c'era una specie di... cioè come si vuol dire, di essere tutti insieme, no? Insomma, tanto per sentirci tutti uniti, per sentire tutto l'insieme, insomma, delle cose come gli vanno, no? Tanto per così abbiamo deciso di formare questo gruppo, tanto per unirci e magari per sbagarci e fare qualche cosa. Ma il gruppo vostro si adatta soltanto a balli folcloristici del sud Italia? Sì, oppure solo ballo folcloristico del sud Italia? Tarantelle, insomma. Il gruppo come è chiamato? Il gruppo è chiamato Ragazzi del Sud. Ragazzi del Sud, grazie allora. Prego. Come ti chiami tu? Rosella Fiorino. Quanti anni hai? 12. Vai a scuola? Sì. Che classe fai? La quinta. Già ho rivolto delle domande agli altre persone, agli altri bambini e bambine. Ti piace far parte del gruppo folcloristico italiano di Ham? Sì. Perché? Che facciamo le balle belle, mi piace così che facciamo sempre le cose belle. Sei nata qui in Germania oppure in Italia? Non da Italia. In Italia. Ti piace stare in mezzo ai bambini e le bambine italiane? Sì. Perché? Sono bravi. Che sono bravi? No. Allora, parli italiano oppure tedesco? Tedesco e italiano. Tedesco e italiano, bello. Quanti anni hai? 11. E come ti chiami? Francesco Scorza. Francesco Scorza. Sei nato qui in Germania oppure in Italia? No, qui in Germania. Che classe fai? La quinta. La quinta. Ti trovi bene insieme con gli scolari tedeschi? Sì. Un'altra domanda come ho fatto agli altri, no? Ti piace far parte del gruppo folcloristico italiano di Ham? Sì. Perché? Perché fanno belle i balli e... sono bellissimi e mi piace. La prima volta che ballate oggi, oppure avete già avuto l'occasione di ballare agli altri posti? No, abbiamo ballato già tante volte. Tante volte? Sì. Pensate di cantare pure altre volte? Non lo so. Comunque, se continui questo passo, no, vi auguro tante belle cose per il futuro. Grazie. Sì. Signore, io mi chiamo Gisberto Cesario. Sono di San Vincenzo alla Costa, provincia di Cosenza. Provincia di Cosenza, italiano. Oggi ci troviamo qua nel campo sportivo di TuS Undrop. Tutto il nostro gruppo, siamo tutti quanti qua riuniti per onorare con i nostri balli tradizionali
folcloristici Calabria e Sicilia, le due più belle regioni di tutto il mondo. Perciò fra pochi minuti inizieremo il nostro bello spettacolo e penso che tutti quanti si divertiranno come noi ci si divertiremo. Allora, viva l'Italia, che è la nostra più bella terra ed è sempre nei nostri sogni. Unsere dritte italienische Mannschaft von TuS Untorp, die war der anderen haushoch überlegen, schade genug, es hätten noch ein paar Tore fallen müssen, da hatten wir etwas Pech dabei. Ja, danke. Mit dem Baller, ja? Mit dem Baller, ja richtig. Weg ist der Papa, ja? Und was meinen Sie dafür über diese Turnier? Ganz gut, dass man mehrere ausländische Mannschaften auch zusammen spielen. Leute sprechen etwas lauter. Ja, schon gut. Mir hat es auch ganz gut gefallen. Zur Völkerverständigung ist das ganz anständig. Ja, das sollte man öfter machen. Nicht nur einer auf den anderen schimpfen. Die Leute sind nun mal hier, sind reingeholt worden. Ja. Und man sollte dann auch zusehen, da mit auszukommen. Das wäre doch an sich eine ganz schöne Sache. Ja, ich bin auch diese Männer. Ja, ganz im Ernst. Vor allem die ganz fair spielen. Ne? Ja. Ah, hier und da gibt schon mal kleine Rempler, ne? Ja. Das ist kann man nichts machen. Achso, danke schön, ja. Danke. Bist du der Trainer der türkischen Mannschaft oder Betreuer? Ich bin aufgehört. Ich mag nichts mehr. Ich war Kurier. Bist du jetzt kein Trainer? Nein. Ich möchte gerne eine Frage stellen. Ne? Ja, wie gefällt dir diese internationale Fußballturnier? Also, sie haben wunderbar vorbereitet. Was ich nicht so gut und zurecht finde, warum sie sind als Vorbereiter, die Organisation haben sie gemacht. Ja. Warum spielen sie in diese Plätzen? Warum nicht spielen sie hier daheim? Ja, als Gastgeber oder? Ja, es wurde automatisch, demokratisch losgemacht. Ja. Ne? Und wir haben ein Pech gehabt, dass wir diesen Fußballplatz bekommen haben. Ja, aber trotzdem, das zweite Spiel
gefällt mir wunderbar. Wir haben gut gespielt. Ja. Nur ich bin enttäuscht von Franco. Das hat er keine Lust mehr. Früher war ganz anders. Ja, ich mein, wie der, aber wie ich gehört habe, hat er jetzt Familie, ist verheiratet. Man wird helfen. Ja. Also wunderbar. Ja. Und jetzt müsste er. Mathe! Ja, endlich, komm her bei mir! Kannst du mit da rauskommen? Dann muss ich rauskommen. Wo kommt ihr? In diesem Video. Ach, das Video? Ja, ja. Ja. So, questo qua è un compagnone mio di vecchi tempi, quando ero la squadra italiana era presso la società sportiva del Germania, no? Germania, giustissimo. Allora, non è che ti voglio fare domande private, bensì ti voglio rivolgere soltanto una domanda, no? Sì. Come ti piace... Cosa ne pensi di questo torneo internazionale organizzato dalla nostra abbastanza società? Bene. Ma da molto tempo che non vedi tornei internazionali, però mi sto divertendo anche guardando, anche se un'ottima giornata più che altro, comunque lo ritengo abbastanza bene, ben inquadrato, come si dice, ben organizzato. Sistemato. Della squadra nostra che ne pensi? Un po' deluso. Deluso in che senso? Perché perdere una partita, vincere 1-0, dà in vantaggio il primo tempo 1-0 e poi perdere per 3-1, non lo so, non è camminato qualcosa, sono rimasto un po' scioccato. Cioè, comunque la terza... comunque non avevo previsto di andare in vantaggio più che altro più subito, così con la squadra, perché l'ho vista con l'altra parte, no? Però poi all'ultima, chissà, forse ci manca qualcosa. Grazie Matteo, devo fare... Kommt also immer darauf an, in welcher Form und welchem Ablauf das gestaltet wird. Ich muss also sagen, seitdem ich bei Juventus bin, ist es also das vierte Turnier, was ich also jetzt, ausländische Turnier, was ich mitmache, also wo rein ausländische Mannschaften dran teilnehmen. Wenn ich also da mal aufzählen darf, so in der Art, wie sie mir am besten gefallen haben, dann würde ich sagen, hat Juventus also bisher für mich also das die Spitzensportwerbewoche gemacht. Als nächstes gefällt mir dieses hier. Das Einzige, was hier so ein bisschen vielleicht gewesen ist, ich hatte also den Eindruck eben vom Sportlichen her, dass es also zuletzt hier nicht ganz korrekt gelaufen ist, dass man also dem Gastgeber vielleicht ein bisschen was zugestanden hat hier auf diesem Platz, bei diesem Spiel eben, weil die Mannschaft doch gemerkt hat, dass er also nicht, so keine Chance mehr hatte und eben dadurch hat es langsam gehen lassen. Ne? Ich meine, das passiert natürlich auf dem sportlichen Sektor immer mal und darum, man muss drüber wegsehen und man muss selber sehen, dass man das Beste draus holt. Das heißt also, dass wir im Endeffekt gleich nochmal 2 Punkte holen wollen und somit mit 6-0 Gruppensieger. Ne? Das wünsche ich Ihnen und Ihrer Mannschaft. Dankeschön. Bitte. Ja. Und da, Sie sind der Schiedsrichter von... Ich bin der Schiedsrichter von TuS Rosa Holz. Wie ist Ihr Name? Und zwar Vohwinkel. Ja, Groß. Und was denken Sie über das internationale Fußballturnier? Tja, was soll man darüber sagen? Also, da gibt es einiges darüber zu sagen. Nee, ich meine, es ist zum Teil ist es fair, nicht, aber es wird eine Art Fußball gespielt. Obwohl ich es sonst nicht an und für sich also gut finde und dass so internationalen Spiele stattfinden. Ja. Und ich würde auch sagen, und dass man das weiterhin jedes Jahr machen sollte. Ja, wir schon. Aber finden Sie nicht, dass Sie jedes Jahr eine ausländische Mannschaft sich bewerben kann, um solche Turnier zu veranstalten? Es muss nicht TuS Untrop sein. Nein, und es ist natürlich schlecht, nicht? Also wenn man zum Beispiel in Untrop spielt, nicht? Also und dann ist es nun meistens so, nicht? Denn dass auch der Und dass der Verein, sagen wir mal, wo das also Turnier stattfindet und dass der daran auch dann teilnimmt. Sonst müsste man vielleicht einen anderen also Modus finden. Darüber müsste man sich darüber nicht unterhalten. Beziehungsweise. Io penso che il torneo fino a questo momento è riuscito benissimo e spero che l'anno prossimo continuerà ad essere un effort per la squadra italiana e per l'Italia di Amo. E cosa ne pensi delle 3 partite che ha fatto oggi la squadra italiana? Ma veramente diciamo, poteva vincere tutte e 3 partite, ma 2 partite vinte, una pareggiata e anche una coppa, una finale per domani, una finale. Speriamo, grazie Aldo. Prego.
E vieni, no? Vieni. Torna un attimo. Daniele, è qua. Don, va lì per fronte, è qua. Il motivo perché non sei stato convocato oggi, perché? Il motivo? Il motivo non so se... è stato perché è successo un piccolo casino un paio di settimane fa. È successo un po' di casino con l'arbitro, così dice che non posso giocare adesso per 6 settimane. Ma ti dispiace perché non vuoi prendere parte a questo torneo, no? È troppo brutto quando uno guarda e non può giocare, perché la squadra è uno che le piace giocare così, ma... E cosa ne pensi delle 3 partite che ha fatto oggi la squadra massa? A me mi hanno deluso solo nella seconda partita, quando stavano facendo 1-0 contro Bielefeld. Dopo credo che è stato uno sbaglio non tornare a Salvatore indietro, che di tornare ad attaccare, perché si conosceva ormai la squadra, la conoscevamo già da Bielefeld e sapevamo che erano tutte veloci, ma se no mi hanno piaciuto, hanno giocato bene. Cosa auguri ai compagnoni tuoi? Auguro naturalmente che domani siamo in finale, primo posto, primo secondo posto e vinciamo, no? Spero che... Visto trainer von welche Mannschaft? SV. Lanchede. Das ist eine portugiesische Mannschaft. Und wie gefällt dir dieser Turnier? Wie gefällt dir dieser Turnier? Ja, das ist 3 Mann. Nicht kommt. Ja. Ein bisschen verletzt. Also verletzt? Ja. Ein bisschen nicht stark. Mannschaft nicht stark. Schade, ne? Ja, aber nicht schlimm. Wie viele Spiele habt ihr gemacht? 3 Spiele heute? Ja. Und wie viele Spiele habt ihr gewonnen? Nein, ungewonnen. Ah, schade. Alle verlieren. Also ich wünsche Ihnen, fangen wir aber Frank an. Frank, ist das erste Spiel, das bei der dänischen Mannschaft Max? Ja, das ist. Nein, das ist das zweite oder dritte Spiel. Und wie hat das Spiel gefallen? Ganz gut. Ja? Ja, war gut. War ein bisschen, war spannend und war offen ziemlich in den Abwehr, sonst war aber ganz gut. Chancen haben wir auch gehabt. War ein schönes Spiel. Du, Gilberto, ist das erste Mal, dass du bei uns spielst? Ja. Und wie ist das im Ganzen gelaufen? Groß und ganz können wir ganz zufrieden sein. Unentschieden, war nicht schlecht gegen die. Sonst hast du noch was zu sagen? Eigentlich nicht. Ja. Du? Das zweite Spiel, was ich bei der italienischen Mannschaft mache, und schade, dass wir nur unentschieden gespielt haben. Wir hatten Chancen gehabt für 1-2 Tore. Schade, dass es unentschieden ausgegangen ist. Klaus, ja, ich habe schon gespielt. Ich habe schon gespielt, aber heute noch nicht, aber es kann ja noch kommen.